Hallo, ich bin Tristan Bransack und das hier ist die Lesestunde mit mir. Heute lesen wir aus einem sehr wunderbaren Buch, nämlich dem österreichischen Wörterbuch. Ein Buch, was ich selber ausdrücklich mehrmals gelesen habe und es immer sehr genossen habe. Vor allem während der Deutschschularbeit. Das österreichische Wörterbuch ist sehr interessant. Es ist in mehrere Kapitel unterteilt, und zwar nicht in wenige. Die Kapitel heißen, das weiß ich auswendig, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Und die letzten paar wären dann X, Y und Z. So. Das Buch fängt dann hier bei dieser Inschrift Wörterverzeichnis an. Wir können anfangen. Also. A. Das Kleinbuchstabe, das A im Wort Arm. Entschuldigen Sie, meine Vögel. Das Doppel-A, das Umlaut A, Ä, I-Laut, der A-Laut, die A-Klasse, Mus, der Ton A, A, Mus, A, Mol, I, Matt, Ar. Das Großbuchstabe, das A im Wort Alm, das Vietnam A, von A bis Z, alles von Anfang bis zum Ende. Das A und O, das Wesentliche, das Um und Auf. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das beginne auch mit unangenehmen Konsequenzen fortsetzen. Auch Kfz. Austria, Physik, Ampere, Mus, der Ton A, A, Mus, Adur, Mus, Alt, Verkehr, Auto. Wir überspringen jetzt den Teil mit dem A und gehen jetzt in das wirklich Spannende vom Buch, da wird das A erklärt. Das A, ein sehr interessanter Buchstabe, weil das ist der Buchstabe mit der internationalen Bezeichnung Österreichs, Austria. Austria, das Land, die Austriaken, das ist etwas ganz Großartiges, was man sich erstmal ansehen muss. Wenn man Österreicher ist, dann weiß man das natürlich, aber wenn man jetzt zum Beispiel aus anderen deutschsprachigen Ländern, wie zum Beispiel Liechtenstein kommt, weiß man nicht gerade, was Österreich international heißt. Also A ist für uns ein sehr wichtiger Buchstabe. Aber nicht zu vergessen auch für die Albaner. Außerdem ist es der erste Buchstabe im Alphabet. So. Wir blättern ein bisschen rein ins Buch und gehen zu etwas Schönem. Abgrund. Der Abgrund. Tiefe am Rande des finanziellen Abgrunds, Ruins, Untergang. Abgründig, ein abgründiges, unergründliches, rätselhaftes Lächeln. Abgrundtief, sehr tief. A-Bombe. A-Bombe oder auch Atombombe. Abonnement. Das solltet ihr auch tun. Abonnement, gleich hier unter Atombombe. Also meine Lieben, wenn es hier gleich schon steht, Abonnement, dann könnt ihr auch abonnieren. Das Dauerbezug einer Zeit, Tag, ein Theater, Konzert, Platzes, Abo, Jahreskarte für Bus und Bahn. Abonnementkonzert, Abonnementvorstellung, Abonnementkarte. Abordnen. Kongress. Abordnung. Die
Delegation, entschuldigen Sie, pardon. Aulandschaft. Aula. Au pair. Permärchen. Aura. Aurikel. Aurum. Aus. Ausapern. Ausaperung. Ausarbeiten. Ausarbeitung. Ausarten. Ausatmen. Ausbaden. Ausbaggern. Ausbalancieren. Ausbau. Das war unsere wunderschöne Lesestunde mit dem österreichischen Wörterbuch. Ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, weil es natürlich auch so viel erzählt über natürlich die Geschichte erstmal von Istrien. Und Istrien ist ja so ein wichtiges Land, das kann jedem, das interessiert jeden. Das ist einfach so toll. Auch der erste Premierminister, den Istrien überhaupt hatte, der George Clooney, das Buch enthält so viel Tolles, was man sich einfach mal denken muss. Und das hat kein anderes Buch. Und das würde ich Ihnen empfehlen. Ich würde Ihnen gerne, falls Ihnen diese Lesestunde mit Ihnen gefallen hat, würde ich Ihnen gerne, mehr aus diesem Buch vorlesen. Sehr gerne auch aus anderen Büchern nach Ihrer Wahl. Ich hoffe, Ihnen hat diese Lesestunde gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag, Vormittag oder Abend. Oder vielleicht auch eine gute Nacht. Gehen Sie bald schlafen.